Hallöchen, Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge von meinen Q&A-Fragen von Telonym. Ja, und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal mit den ersten Fragen. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Rauchst du oder trinkst du Alkohol? Also, rauchen tue ich nicht, Alkohol trinke ich so auch nicht. Außer wenn ich ab und an, das ist aber sehr, sehr selten, mal einen Cocktail für mich selber mixe, weil ich bin ein Cocktailbegeisterter Selbstmixer. Also ich habe Barkeeping gern gemacht früher und ja, das kommt ab und an mal vor, aber wirklich nur eigentlich zu besonderen Anlässen. Ansonsten mache ich das eigentlich nicht und rauchen tue ich nicht. Genau. Bist du an den Füßen kitzlig? Wieso sind immer Füße-Fragen dabei? Irgendwie kriege ich die nicht mehr los. Minimal. Also ein bisschen. Es ist eher, ich weiß nicht, kitzeln mag ich allgemein nicht so. Ich bin der Mensch, der das hasst wie die Pest. Es gibt nichts, was ich schlimmer finde als das. Ich werde da auch immer voll sauer. Und an den Füßen kitzelt es mich eigentlich nicht. Es tut mir weh. Irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich fragen soll. Daher eine lustige Frage, XD. Bist du kitzlig und wo bist du am kitzligsten? Das ist fast dieselbe Frage. Habe ich vorher schon erwähnt. Denke ich. Was sind deine Top 10 Konsolenspiele? Boah. Kam die Frage nicht schon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich zähle jetzt 10 Stück auf, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Final Fantasy, Kingdom Hearts, Pokémon XD, Super Mario ist sowieso immer ein Klassiker, Mario Kart, Sonic, Gott, ich bin überfordert, was finde ich noch cool? Harvest Moon. Das fand ich noch geil. Ich muss mal meine Liste durchgucken, was ich alles da habe. Genau, also Until Dawn ist geil und Sims bin ich auch ein fanatischer Zocker von. Und was war noch? Was habe ich jetzt noch? Mario Party. Also diese ganze Mario-Reihe, die ist ganz cool. Ich bin zwar jetzt nicht der übelst krasse Mario-Zocker, so voll fanatisch nur das, aber das finde ich auch cool. Spiele ich auch gern. Ja, das ist jetzt alles nichts Besonderes. Ich war nie so der Shooter-Spieler. Ich habe jetzt gern Paladins gespielt, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen, aber ich muss sagen, es wird mit der Zeit einfach irgendwie langweilig. Ich weiß nicht warum. Ich bin aber auch nicht so der Oberhammer in dem Spiel. Ich habe es aber auch noch nicht so intensiv gespielt, dass ich sagen könnte, das wird schon oder so. Und deswegen, ja. Dann. Was sind deine Lieblings-PC-Spiele? Die Fragen werden immer schwerer. Lieblings-PC-Spiele. Ich habe, muss ich ehrlich gestehen, ich habe gar nicht so viele PC-Spiele, weil mein Laptop einfach nicht so gut ist. Aber die Spiele, die ich oben habe, sind fast so typische Mädchenspiele, würde ich mal behaupten. Ich habe Dead by Daylight oben. Das bin ich aber nicht so überzeugt davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, dass die Community scheiße ist. Dass die Leute sich gegenseitig da immer so richtig krass fertig machen und das finde ich irgendwie kacke. Dann Sims 4 habe ich oben, Alistair Online habe ich oben. Star Stable habe ich oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das meine Top PC-Spiele sind. Aber ich liebe Stronghold Crusader, also diese Kriegssimulationsspiele oder wie man die auch immer nennt, wo du eine Burg aufbauen musst. Die Gilde fand ich immer geil, alle Teile von die Gilde war geil. Ich spiele auch aktuell das neueste Gilde 3, ist auch mega geil. Ich habe Patricia mega gesuchtet, aber das sind alles so, Anno habe ich gern gespielt, das sind alles so Wirtschaftssimulationsspiele oder was für ein Genre das auch immer ist. Ich habe sehr, sehr gern Rollercoaster Tycoon gespielt. Aktuell auch Planet Coaster Tycoon, glaube ich. Planet Coaster heißt das neue. Auf Steam habe ich mega viele Spiele gesehen, die mir mega gefallen, aber da müsste ich ewig viel Geld dafür ausgeben, dass ich alle Spiele habe. Deswegen. Ja, was gibt's noch? Ich bin nur am Überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Es sind auf jeden Fall die Top-Spiele, die ich gern selber spiele. Das wird es gewesen sein. Gut. Dann, nächste Frage. Was sind deine Top 10 Multiplayer-Spiele? Leute, ich spiele gar nicht so viel Multiplayer. Ich habe noch nie so viel Multiplayer gespielt. Top 10 kriege ich da gar nicht zusammen. Ich habe noch nicht so viel Multiplayer-Spiele gespielt. Das Einzige, was ich gespielt habe, war Fortnite. Waren, ja okay, wenn man Multiplayer auf Online-Games bezieht, dann Final Fantasy 14,
Dann habe ich, was habe ich noch gespielt? EOS, also Echo of Soul. Das war auch geil. Ich habe sogar mal Florencia gespielt. Das war auch cool. Das war lustig. Was habe ich noch gespielt? Fortnite habe ich schon gesagt. Paladins habe ich gespielt. Overwatch würde ich auch gerne mal spielen, aber habe ich aktuell nicht in meinem Bestand. Deswegen kann ich es nicht spielen. Ja, aber so richtige Multiplayer-Spiele, sowas wie, ich weiß nicht, so richtige Multiplayer-Spiele spiele ich eigentlich nicht. Oder habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, was ja nicht heißt, dass es nie so sein wird, aber bis jetzt habe ich die Erfahrung damit noch nicht gemacht. Genau. Wie sieht deine Top 10 von Videospiel-Soundtracks aus? Jetzt wird es echt heftig. Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch Videospiel-Soundtracks so nie angehört, also. Die einzigen Soundtracks, die ich mir so richtig, also obwohl, ich finde, der einzige Soundtrack, den ich mir von Spielen an sich angehört habe, war von Kingdom Hearts 1. Und da war ich richtig krass drin. Die habe ich alle gesungen und alle rauf und runter gehört. Aber ansonsten, ich meine, Final Fantasy hat immer geile Videospiel-Soundtracks. Die müssen ja immer geile haben, weil die haben einfach das... Ich weiß nicht, das war schon immer bei Final Fantasy so, dass die Musik einfach gut sein muss. Und ansonsten fällt mir gar nichts ein. Aber ich kann da keine Top 10 Liste machen, da müsste ich mich genau reinlesen und genau mal nachschauen. Ach ja, genau, jetzt fällt mir was ein. Lieblings-PC-Spiele. Harry Potter. Harry Potter ist geil. Finde ich richtig cool. Ich habe leider nicht alle Spiele spielen können. Aber ich werde sie mir alle noch holen und dann werde ich sie alle noch spielen, weil das ist echt cool. Vor allem dieses... mit Quidditch und dass du deinen Zaubertrank zusammenbrauen kannst mit den unterschiedlichen Dingern. Das ist so cool. Das finde ich so geil. Und ja, das muss unbedingt mal her, dass ich da die ganze Reihe durchzock. Die Qualität, die Grafik ist zwar grottenschlecht und ich weiß nicht, ob das dann auf meinem PC läuft, aber das kriege ich dann schon irgendwie hin. Ja. Was ist das Schlimmste, was du jemals getan hast und total bereust? Da fällt mir nur eins ein, ehrlich gesagt. Also, wo ich sage, das ist das Schlimmste für mich. Aber da konnte ich effektiv eigentlich nichts dafür. Es lag einfach daran, ich habe früher, als ich klein war, mal eine Reitbeteiligung gehabt. Und da kann ich gerne mal ein Video drüber machen. Und ich bin mit dem Pferd sozusagen aufgewachsen. Und es war halt so, dass das Pferd relativ krank war. Und dass man schon davon ausgegangen ist, dass das Pferd wahrscheinlich nicht mehr so lange leben wird. Und der war richtig, richtig extrem krank und dann habe ich ihn halt als Pflegebeteiligung sozusagen bekommen und ich musste ihm dann, also ich habe direkt gegenüber gewohnt, deswegen war das kein Problem und ich habe es auch gern gemacht, aber ich habe ihm jeden Tag dann so einen Kümmel-Tee-Kur gegeben und eine Joghurt-Kur, da hat er dann immer so Naturjoghurt mit ins Essen reinbekommen zur Anregung seiner Darmflora oder was auch immer. Und wir haben ihn dann wieder hinbekommen, weil ich halt jeden Tag bei ihm war. Und also gehe ich mal davon aus, dass es daran lag, weil vorher ging es ihm ja schlecht und ich bin gekommen, dann ging es ihm gut. Und das Problem war, ich habe ihn dann 2 Jahre, glaube ich, gehabt als Reitbeteiligung und es ging ihm richtig, richtig gut wieder. Also der hat richtige Frühlingsgefühle auch wieder entwickelt und so, obwohl er schon sehr alt war. Was heißt sehr alt? Ich glaube, er war 20 oder so, ist ein Isländer gewesen. Und er hat richtige Frühlingsgefühle gehabt und war wieder total glücklich und du hast gedacht, das ist ein 10-jähriger Bursche, der da vor dir sitzt und vor dir steht und es war eigentlich alles super und perfekt, aber ich musste dann wegziehen. Ich bin dann umgezogen und da musste ich natürlich meine Reitbeteiligung aufgeben und es war alles ein bisschen schwierig und ich habe das nicht ganz so damals schon realisiert, weil ich einfach noch zu jung war und ja, ich bin halt dann weggezogen und habe ihn dann nicht mehr als Reitbeteiligung gehabt, logischerweise. Und es war halt dann so, dass er dann wieder total krank geworden ist, nachdem ich gegangen bin. Und letztendlich wurde er dann eingeschläfert, wegen dem, was er hatte oder was auch immer. Und ich habe ihn dann 2-mal noch besucht, aber ich konnt mir das nicht mehr anschauen, weil ich gesehen habe, dass er von Mal zu Mal immer schlimmer aussieht. Und das hat mir so wehgetan und ich konnte ihn halt nicht mehr als Reitbeteiligung nehmen, weil die Kilometeranzahl einfach viel zu hoch ist. War und ich war einfach noch so jung und ich konnte meine Eltern nicht immer bitten, mich dahin zu fahren. Und das war wirklich das Schlimmste, was ich jemals getan habe, weil ich einfach nichts dagegen getan habe. Ich hätte viel mehr dahinter sein müssen, dass ich frage, dass wir ihn mitnehmen, dass ich ihn als Pferd bekomme, dass er bei mir bleiben kann, dass ich weiterhin schauen kann, dass es ihm gut geht. Aber das habe ich damals nicht gemacht, weil ich es einfach nicht
erkannt habe. Ich war einfach noch zu jung und bisschen dumm, dass ich das nicht gesehen habe. Und das war wirklich das Allerschlimmste, was ich jemals getan habe, was ich absolut bereue. Das ist vielleicht für manche gar nicht so schlimm, aber für mich war das die Hölle, weil ich mir im Endeffekt die Schuld dafür gebe, dass er eingeschläfert worden ist, weil ihm ging es so gut und er war so glücklich und es war alles super und ich bin halt dann weggezogen und dann war er wieder so, wie er vor mir war und es ist noch schlimmer. Und ich denke schon, dass es mitunter auch daran liegt, weil ich auf einmal weg war, dass ihn das verletzt hat oder was auch immer. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel hinein. Man kann es nie wissen, weil du kannst nicht in den Kopf des Tieres reinschauen, aber ja, es hat mir schon sehr krass wehgetan und es war wirklich richtig schlimm. Das habe ich auch bis heute, muss ich ehrlich gestehen, nie richtig verarbeiten können, weil ich das ist einfach was, da gibst du dir immer die Schuld dafür, für sowas. Das ist einfach so. Und es war halt zwischen uns was ganz Besonderes. Ich meine, das ist mein erstes Pferd gewesen sozusagen, um das ich mich kümmern konnte. Und durch das, weil er so krank war und ich mich um ihn so intensiv gekümmert habe, war das natürlich ein ganz besonderes Band. Und das nimmt man nicht so leicht hin, sage ich mal. Das war wirklich, war nicht einfach für mich. Und das ist wirklich von allen Dingen, die nicht so toll waren, war das Schlimmste für mich. Dann haben wir die nächste Frage. Wie viele Geschwister hast du und wie alt sind sie? Ich habe zwei Brüder, sind beide schon über 30 und ja, das war's. Ich bin das einzige Mädchen und bin relativ spät noch dazu gekommen. Ja. Hallo, du hast in deinem ersten Q&A gesagt, dass du Füße nicht so gerne magst und nicht so gerne offene Schuhe trägst. Aber wie machst du das dann im Sommer? Ist das nicht manchmal ein wenig warm? Dafür gibt's Ballerinas. Das ist die Beantwortung der Frage. Also, ich trage immer Ballerinas und habe da eigentlich nie Probleme mit. Ne? Oh. Du bist schon einige Jahre mit deinem Freund zusammen, wollt ihr auch mal heiraten und Kinder bekommen? Habe ich das nicht schon beantwortet? Da verweise ich auf meine Zukunft. Das wäre es auch schon gewesen. Ich weiß, die Antworten waren jetzt ein bisschen kurz und knackig, aber bei manchen Sachen war ich mir auch nicht sicher und da konnte ich nichts beantworten. Und deswegen. Nach vorne. Hallo! Puppi, sag mal Hallo! 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 Hi! Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es so sein sollte, dann schreibt es mir natürlich in die Kommentare oder gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch mehr oder genauere Antworten haben wollt, könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Dann kann ich da mal ein extra Video drüber machen über bestimmte Themen, weil manche Themen kann ich einfach in kurzer Zeit nicht direkt beantworten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das habe ich schon gesagt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.